Herzlich willkommen bei Notenlesen leicht gemacht von und mit Petra Amersreiter. Viel Spaß! Hier soll es erstmal im Groben um Tonleitern gehen, was es damit auf sich hat. Und das erkläre ich euch anhand dieser Farbtafel. Du siehst hier drauf 8 bunte Kugeln, die erste genau wie die letzte, nämlich die 8. Das ist unser Grundton. Und von diesem Grundton an steigen die Töne kontinuierlich an. Daher der Name auch Tonleiter und Tonstufen. Damit man das sich besser vorstellen kann, habe ich euch ein kleines Programm gebastelt. Da könnt ihr mit der Maus draufklicken auf den Ton und schon hört ihr den Ton. Also die Tonleiter geht dann. Also erste, zweite, dritte, vierte, fünfte, sechste, siebte, achte Tonstufe. Wobei der achte und der erste Ton denselben Tonnamen repräsentieren. Sie sind also gleich, nur um eine Oktave, also um einen 8-Ton-Abstand auseinander. So, dieser Grundton ist wichtig, um herauszufinden, in welcher Tonart steht ein Stück zum Beispiel. Die meisten Lieder, die wir so kennen, enden auf den Grundton in der Melodiestimme. Wenn ich jetzt also eine Aufnahme habe oder ein Notenblatt und ich möchte wissen, in welcher Tonart spielt oder singt oder lese ich da ein Lied, dann gucke ich mir den letzten Ton an und schon weiß ich, welche Tonart ich habe. In diesem Fall von meinem programmierten Tonleiterabschnitt habe ich C-Dur als Tonleiter. Ja, das war's jetzt erstmal. Ihr könnt jetzt ganz munter hier dran rumprobieren, die Tonleiter rauf und runter spielen und euch mit dem Klang der Tonleiter vertraut machen, bevor es dann weitergeht mit Tonleiter-Rätseln. Tschüss, bis später! Thank you.